Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, montags muss ich immer ein bisschen reinkommen erstmal. Erstmal so ein bisschen reinkommen, so ein bisschen. Ja, aber April. Ich hoffe, ihr habt euch nicht in den April locken lassen oder seid einem April-Scherz zugrunde gefallen oder was auch immer. Aber hier in Clash of Clans war natürlich gar nichts April, sondern ja, am Wochenende. Ich hoffe, ihr habt es auch geschaut in den Events. Hier unter eSports gab es ja den Queso Cup, also das goldene Ticket ging an Navi und zwei Tage wirklich tolle Fights. Ich meine, am ersten Tag ein bisschen mau, muss man sagen. Vielleicht haben da die Spieler auch noch nicht alles gegeben. So will ich es mal sagen. Sie haben nämlich so hier und da wirklich, wirklich mal Nerven gezeigt und auch die vermeintlich besten Spieler der Welt haben dann plötzlich mal so einen Einsterner hingelegt oder auch mal einen schlechten Zweisterner mit fürchterlichen Prozenten. Aber am zweiten Tag hat sich das Ganze dann so ein bisschen gefunden und wir haben viele, viele schöne Angriffe gesehen, Strategien jenseits von Gut und Böse teilweise. Wirklich, da waren wirklich tolle, tolle neue Sachen da. Ich erinnere mich gerade an den Warden auf Boden mit dem Royal Champion, der so halb durch die Base da fegte. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber richtig tolle Dinger. Könnt ihr ja nochmal nachschauen. Entweder, ich weiß nicht, ob doch Noobs müsste eigentlich seine Videos auch auf YouTube zum Nachschauen nochmal bringen oder halt auf den offiziellen Clash of Clans Kanal. Aber, na klar, ja, seht es ja schon hier bei mir im Bildchen. Ich habe ihn natürlich und viele haben natürlich wieder gedacht, ja, der Royal Champion, nicht der Royal Champion, der Warden Skin kommt wieder am Ende des Passes. Nein, Leute, er kam diesmal am Anfang. Das heißt also, nach der oder noch vor der Eingame-Spende gab es nämlich den Warden und ich finde die Reihe mega. Also für mich ist diese Serie hier der mittelalterlichen Geschichte fast Pflicht, würde ich fast mal so sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Skin der Königin. Der kommt dann ab 7. April, glaube ich. Dann gibt es auch die neue Herausforderung mit der Queen und King und Royal Champion gibt es dann im nächsten Monat. Hinzu kommt ja noch, dass wir noch eine Szenerie bekommen, nämlich die aus dem Event hier. Das heißt also, hier kann man glaube ich schon die Szenerie sehen, so wie sie sein wird. Also was das Äußerliche jetzt so ein bisschen angeht. Und ich hoffe, ihr habt die schon gespielt. Ihr seht ja, ich habe es schon geschafft. Also ist easy peasy. Und von daher, ja, aber April und der 1. April ging dann auch gleich mit der Liga los. Man könnte hier sagen, da schickt uns Supercell aber voll in den April. Aber es sieht gut aus. Wir gehen einfach mal. Ich gehe jetzt einfach so mal durch die vier Clans durch, in denen wir spielen hier. Ich fange heute beim größten Clan hier mal an, also bei den Herausforderern. Only Rathaus 15 CWL. Das hat es hier noch nicht gegeben. In Meister 2 spielen wir. Und wir sind eigentlich gut drauf. Ihr seht das, 18 Sterne, 9 Angriffe. Der Gegner brauchte für 16 Sterne 12. Also unsere Defensive hält. Ich habe auch eine neue Base tatsächlich. Denn meine alte hat nicht mehr so gut gehalten. Und auch die Base, die ich im Moment in Legende nutze, wird auch schon ab und zu mal gedreiert. Und ja, ich meine, wenn wir dann auch einen Dreier hier reinballern, gucken wir uns mal pro Clan das Ganze an. Und von daher würde ich sagen, ja, ich habe den auch noch nicht gesehen von Billy. Ich habe das eben nur im Discord gesehen, dass wohl jemand gedreiert hat und weiß natürlich auch nicht wie. Oh, das ist wieder laut. Weiß natürlich gar nicht, wie er es gemacht hat. Schauen wir mal rein, was er sich hat einfallen lassen. Okay, mit den E-Titanen bin ich im Moment auch ganz gut unterwegs, muss ich ganz klar sagen. In der Legende habe ich im Moment zwei Angriffsstrategien. Einmal die mit den E-Titanen. Und also auch so ein E-Titan-Smash hier, also ein bisschen mit Funnel, ein bisschen mit Karre, ein bisschen mit Flamefinger und Wardenwalk. Und er blitzt hier den Adler weg, auch nicht schlecht. Das hat man auch zuhauf gesehen, jetzt bei der WM, dass viele hier sich die Sachen, die sie überhaupt nicht mögen, so will ich es mal sagen, einfach rausblitzen. Kann man ja auch machen. Und ich habe als zweite Strategie im Moment die Superminer ausgebildet, also ein Hybrid auf Rathaus 15 finde ich schon ziemlich schwer. Ich glaube, ich habe erst ein Zweiständer hingelegt mit der Strategie, weil
Ich habe die noch nicht so oft gespielt, die Super Miner, muss ich sagen. Und deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. So, gucken wir mal, wie er hier rein kommt. Aber hat schon schönes Loch hier gefunnelt. Sprungzauber, damit die Truppen jetzt nicht noch da die offene Lücke nehmen. Und dann geht es hier richtig schön Richtung Rathaus rein. Okay. Und die E-Titanen, ja, die sind natürlich, das ist natürlich gerade wenn die Gegner Hexen in der Clanburg haben oder wir ja auch, dann sind die E-Titanen natürlich hier, ja, ich will nicht sagen leicht im Vorteil, aber die braten halt alles weg in ihrer kleinen Mini-Aura da. Und da haben die kleinen Einheiten mit wenig Trefferpunkten ja so gut wie, ja, ich würde fast sagen, die atmen dann noch einmal und dann sind sie weg. Jetzt muss es aber hier gegen die Mauer gehen oder durch die Mauer gehen. Ich überlege auch mal bei den E-Titanen, ob ich zwei Sprung nicht lieber mitnehmen soll, weil irgendwann müssen die durch die Mauern durch. Und wenn du da keinen King hast, der das Ganze noch macht, oder aber hast vielleicht noch einen Langläufer, Mauerbrecher oder was auch immer, dann kann das schon mal ein bisschen dauern. Und oftmals werden dann solche Angriffe leider Zeit-Fails. Aber ihr seht das hier, die gehen da einfach nur zur Luftabwehr hin, zu den Luftskeletten hin und dann sind die weg. Ich meine, ist klar, ihr seht hier die Blitze auch, das sieht man jetzt mal ganz schön, wenn ich mal ein bisschen näher reingehen würde. Und ihr seht auch, dass da ganz schön viele übrig sind. Am Wochenende haben wir auch Timefails gesehen, auch mit den E-Titanen. Und man kann gerade wenn der Kampf in der Mitte ist, dann kannst du nicht mehr so ganz so viel sehen. Weil das Gewusel ist natürlich sehr, sehr stark. Und ihr seht es auch hier wieder, okay, das hat jetzt der Royal Champion erledigt. Und dann sind das hier schöne 100%. Von Billy. Und dann würde ich sagen, mache ich einen kurzen Cut, springe ich mal einen Clan weiter und dann gucken wir mal, wie das bei den anderen Clans so aussieht. Aber hier bei den Herausforderern, also nur für die, die es interessiert, ist der April gut gestartet. Und natürlich haben wir auch einen neuen Ladebildschirm, der gefällt mir auch wunderprächtig gut. Das wunderprächtig ist, glaube ich, Copyright geschützt. Schuldig bitte, habt ihr nicht gehört. Im Clan Free-to-Play weiß ich noch gar nicht, wie es aussieht. Ich bin im Moment noch mit Kobolden unterwegs, aber auch hier sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Auch wenn ich eigentlich gesagt hatte, im Discord schon oder auch hier im Clan. Ich glaube, ich hatte das hier im Clan gesagt, weil ich habe die Begegnung, ja, man kann die ja sehen. Ich verlinke euch auch wieder den Link unten, wo ihr sehen könnt, was auf euch zukommt in der Liga. Und ich meine, ich hätte hier gesehen, ihr seht auch, ich habe hier meine anderen Accounts alle mal reinhuschen lassen, denn ich habe es dieses Wochenende das erste Mal geschafft, mit allen meinen Accounts, die ich aktiv bespiele, die Clanstadt zu spielen. Und ich meine, ich habe hier irgendwo geschrieben, dass wir, da oben habe ich es geschrieben, den ersten Spieltag setzen wir aus. Der wird keinen Spaß machen. Kann man natürlich auch so machen, aber ihr seht schon hier die Begegnung, also Taxifahrer gegen 15, Nachtschatten, oh, Nachtschatten hat zugeschlagen, okay, und im unteren Bereich also 12 auf 14 und 12 auf 15 und 13 auf 15. Auch hier habe ich es nicht versäumt, mir noch schnell eine neue Base zu bauen. Also nicht eine neue Base zu bauen, aber ich habe mit dem Becken Sheriff eine Rathaus 13 Base gefunden, die, ja, mal sehen, ob sie hält oder nicht. Aber wir gucken uns erstmal den Angriff hier von Nachtschatten an. Das ist dann 13 auf 15, Leute, ne? Wollte ich jetzt nur mal so sagen. Aber die 15er Base hier ist auch, obwohl die ist schon ganz schön gut ausgebaut. Wenn ich da aber auch 11er Kanonen noch sehe und auch Magiertürme aus dem Rathaus Level 10 Bereich, würde ich sagen, dass der Gegner hier leicht gerusht ist. Leicht ist gut. Leichtes Gut, was hat er dabei? Kein E-Titan, den hat man nämlich auf 13 nicht. Der muss man leider warten bis auf 14. Und ein E-Drache und ein normaler Drache. Ja, das geht eigentlich als Clanburg. Er hat ja jetzt keine weiteren Zauber und dann muss das hier die Queen erledigen. Aber schön gemacht hier mit dem kleinen Babydrachen. Perfekt. Und der Rest ist dann Lalo. Obwohl hier hinten noch eine Queen ist und ein Royal Champion. Okay, dann bin ich mal gespannt, von welcher Seite er jetzt reinkommt gleich mit dem Gespamme. Nicht mit dem Gespamme, sondern mit dem Lalo-Part. Hat jetzt noch nicht einen Roll-Champion, sondern hat noch Headhunter, mal sehen. Die sind aber schon weg, die Headhunter. Und
Ja, okay, gegen King, gegen Queen und der gegnerischen Headhunterin, okay. Heieiei, da stelle ich mir gerade ziemlich schwer vor, aber die Queen ist jetzt gefallen hier bei den Minions und bei den und mit den Flächenschaden der Loons. Perfekt. Und ja, cool gemacht hier. Kleiner Overkill, würde ich schon fast sagen. Meine Herren, also sieht auch hier sehr, sehr gut aus. Auch hier sind wir erstmal nicht in April geschickt worden, obwohl ich wirklich dachte hier, Leute, das ist jetzt aber ein April-Scherz, die Begegnung. Nee, Liga ist immer unfair, das wisst ihr. Egal wie fair es ist, also ab Meister 1, glaube ich, wird es erst fair. Und in den anderen Ligen hier, aber sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Also, oh, wir sind... Ja, okay. Ich meine, wir haben uns ja auch gesteigert. Auch hier, glaube ich, ist das die erste Liga mit 13 und nur 12ern, kein 11er mehr unten. Und auch zum Tauschen habe ich sogar 12er. Das ist sehr, sehr cool. Also auch dieses Mal hat es wieder super, super funktioniert, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier in die Clans gekommen seid. Wir springen ja jetzt gleich zu Deutschland Ed und Totos Bande. Und finde ich wirklich sehr, sehr krass, dass wir wieder 2.30er und 2.15er hier spielen können. Echt mega. Und ja, ich muss jetzt hier mal weg von meinen Kobolden und muss mir mal eine ordentliche Armee ausdenken, dass ich da meine Angriffe mache. Aber die kommen dann sicherlich im Laufe des Nachmittags heute Abend. Na, mal sehen, da springen die Clankriege, glaube ich, um. Ich gucke jetzt gerade mal, in 8 Stunden 23 ist das vorbei hier. Wir haben es jetzt 12.50 Uhr. Ja, das passt ganz gut. In die Streamzeit rein. Switch to Deutschland Ad. Jo, hier musste ich jetzt erstmal einen Account finden. Okay, ihr seht das, 1329, die kann ich nur im klaren Herausforderer geschafft haben. Also auch hier habe ich den Chefkoch immer mal wieder rübergeschickt und auch hier in Deutschland Ad. Sieht das sehr, 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 sehr gut aus. Ihr seht 20 Angriffe, 54 Sterne, 24 Angriffe, 51 Sterne. Wir haben es natürlich auch ultra, ultra leicht hier unten, teilweise 8er, 7er und wir sind ja hier im kleinen Bereich, minimal Rathaus 9, also wir haben auch kein Rathaus 8 mit dabei und wenn Speedy sich dann noch dieser Base hier entledigt, ich hoffe, der greift an, dann wird das hier auch erstmal sehr, sehr deutlich. Im Moment sieht es natürlich noch ganz gut aus und ist halt der erste Spieltag, aber eins kann ich euch jetzt schon sagen, ich hasse E-Drachen. E-Drachen, das ist eine Einheit, Leute. Obwohl am Wochenende haben wir auch viel E-Drachen gesehen, aber E-Drachen ist auch so eine Einheit, so, ich überspitze das jetzt mal. Ich kann kein Clash of Clans, aber meine E-Drachen werden schon richten. Ja, halt nur E-Drachen-Angriffe hier in den oberen Bereichen. Ich habe echt schon einige gesehen und ich meine, das ist jetzt der Chefkoch, das ist einer meiner kleinsten Elfer hier und das ist ein Rathaus 15 hier, glaube ich. Oder Rathaus 13 oder 12, weiß ich gar nicht, ich glaube ein 12er oder ein 13er, den ich hier dann machen darf. Ich zeige euch die Base gleich, die ich da machen muss mit dem Chefkoch hier. Also, aber okay, also sagen wir mal so, E-Drachen sind immer dann gut, wenn du meinst, 2 Sterne reichen mir, wenn es dann 3 werden, ist es in Ordnung. Aber ich meine, der hat hier nicht die halbe Base weggeblitzt, aber er hat halt auch nicht gut geblitzt. Und deswegen habe ich hier in der Videofolge einfach mal eine Dev. Und die ich euch zeigen kann oder wollte. Und das wäre fast ein Fail sogar geworden. Wäre fast sogar ein Fail geworden. Denn ihr seht das hier, jetzt sind es 48%. Nur noch ein Drachen und Loons dabei. Aber jetzt haut er hier noch die Eilspells schnell rein. Sodass es doch noch gerade so die 50 werden, ja, noch ein mehr, er schafft den X-Bogen, glaube ich, auch noch und den Magierturm auch noch, aber dann war es das auch. Ja, hier hinten ploppt jetzt meine Tesla-Farm auf und also ich finde, der Angriff war nicht gut, so will ich es mal sagen. Man könnte auch sagen, suboptimal. Aber dennoch, ich zeige euch jetzt den Gegenüber, also eins ist Chefkoch, zwei, oder den muss ich dann nachher mal machen, den mache ich auch. Da habe ich jetzt keinen Schiss vor, als Rathaus Elfer hier nicht wenigstens 2 Sterne raufzuballern. Weil ich glaube, eine Nullnummer legen wir hier nicht hin. Wenn hier irgendwo in den Clans eine Nullnummer hingelegt wird,
Also, obwohl, ich bin jetzt bei Totos Bande, ich muss gleich erst zu Deutschland Ad. Dann kann man natürlich einen runtergehen, dann lässt man halt oben etwas aus, aber im Moment sieht es so aus, als wenn wir hier nicht wirklich eine Nullnummer hinlegen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, kommt einfach in den Livestream heute Abend rein. Ich denke mal, ich werde es schaffen, auch wenn heute viel zu tun ist, aber jetzt Deutschland Ad. Ich selber habe nämlich nur einen einzigen Account in Deutschland Ad, habe ich jetzt auch gar nicht mehr daran gedacht, dass ich ja wirklich nur einen hier in Deutschland Ad habe und das ist der Avatar. Tut mir ein bisschen weh in der Seele, dass ich nicht mehr zusammen mit dem Thorsten spielen kann, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wir haben hier auch die 14er gut unterbekommen, würde ich sagen. Und dann donate ich mal gerade, was hier so geht. Und das müsste jetzt eigentlich auch im Pass passen. Ja, das passt auch im Pass. Und deswegen sieht das auch, oder überhaupt sieht das hier sehr, sehr gut aus. Wir müssen hier oben auch gegen 15er ran, aber ihr seht, ich habe mit dem Avatar ja 52% geholt. Ich meine, Hit ab 14 auf 15 geht immer mit was auch immer. Ich glaube, ich habe Drachen genommen. Aber hier haben wir zum Beispiel eine Nullnummer von Pink Panther und ich glaube, hier unten haben wir noch eine gehabt hier von Milchi. Und wenn wir natürlich irgendwo Nullnummern haben, dann können wir hier oben ein bisschen auslassen. Das heißt also, zum Beispiel Sarius, der vielleicht noch nicht angegriffen hat, oder Vollblut-Halster oder Nico, die brauchen dann hier oben nicht angreifen, die lassen die einfach aus und machen die hier unten dann lieber down. Die sind dann doch ein bisschen einfacher. Und ja, da muss ich mal schauen, aber ich meine, es ist Liga, ich nehme hier sowieso niemanden irgendetwas krumm und möchte euch jetzt aber auch nicht meinen Angriff zeigen, oder zeige ich euch doch meinen Angriff? Ne, wir nehmen mal den Mac, ich muss euch nicht immer das zeigen, was ich mache oder was ich fehle, aber auch der Mac muss halt einen hoch. Ihr seht das hier auch, ein Rathaus 15, zweier Monolith, Kampftürme am Start und er mit Drachen. Ich glaube, ich habe meine auch mit Drachen gemacht. Aber nicht mit Elektrodrachen, Leute. Nicht mit Elektrodrachen. Die nehme ich nicht. Wenn dann, ich vertraue eher den richtigen Drachen hier. Aber der Mac vertraut hier immer seiner Blimp und die können es aber auch. Obwohl ich meine letzten Blimps eigentlich gar nicht mal so schlecht gespielt habe. Im Moment mache ich es halt nicht. Habt ihr gehört, ich bin eher mit Bodenarmeen am Start, beziehungsweise wenn ich hier Hit up muss, dann ist natürlich eine Luftarmee immer ganz gut, aber das nehme ich jetzt nicht so wie er das hier macht, obwohl das auch eine gute Angriffsstrategie eigentlich ist. Was heißt eigentlich? Ich meine, er hat jetzt schon Rathaus 19%, jetzt geht es nur noch darum, die restlichen Prozente hier zu scheffeln zum zweiten Stern. Und ist natürlich ein bisschen gefährlich, Monolith, den darfst du jetzt nicht zu nahe kommen, den kannst du ruhig zu nahe kommen, aber er macht das hier ganz gut. Erstmal so ein bisschen den Helden hier hinten an die Seite genommen, als beziehungsweise an die Seite gelockt. Und Jack und der King sind dabei, den Royal Champion erstmal zu erledigen. Der King schnappt sich jetzt einen Scattershot. Sehr schön, ist ja auch schon mal Geschichte. Schickt die Queen hier noch mit dem Mauerbrecher ein bisschen Richtung Luftabwehr. Sehr schön, gefallen. Und ich muss sagen, ich habe den Angriff noch nicht gesehen, Leute. Ich muss das jetzt selber gerade für mich mitdokumentieren. Jetzt entweichen ihm zwar so ein paar Drachen nach außen, weil er kann jetzt hier hinten auch nicht mehr großartig gegenfallen. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich denke mal, er wollte vermeiden, dass er unten im Monolithen alles verliert. An der Clanburg. Die Clanburg hat die Queen übrigens gemacht. Und die ist jetzt leider nicht mehr zündbar. Die stirbt im Inferno-Turm, da so haben wir es, und jetzt fliegen die Drachen natürlich außen rum. Royal Champion räumt hier noch ein bisschen auf, sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, warum er jetzt eben schon den Borden gezogen hat. Da war doch gar nicht so viel Feuer, glaube ich. Ne? Adler war doch, glaube ich, schon weg. Ne? Da müsste ich noch mal schauen. Aber trotzdem sind es natürlich super Prozente, die Drachen hier außen jetzt sammeln. Keine Gefahr von außen. Er hat jetzt auch keinen Zauber mehr. Er kann jetzt eigentlich, kann sich jetzt zurücklehnen und kann sagen, an der Stelle, ja, ich lasse mal fliegen und mal gucken, was kommt. Aber ihr seht das jetzt schon hier, die Schüsse vom Monolithen werden natürlich hart gegen Treffer, gegen Truppen, die viele Trefferpunkte haben, wie die Drachen, härter, ja, keine Frage. Und da schießt er jetzt ein-, zweimal drauf mit, dann mit dem Inferno-Strahl, der noch mit dazukommt. Es kommen noch ein paar nervige Skelette, aber ihr seht, auch die Prozente sind ja stark, ne? Auch die Prozente sind gut,
bin mir nicht sicher, habe schon lange kein CK hier mehr in der Liga gehabt, wo es prozentual dann in ein Unentschieden ging oder sternemäßig in ein Unentschieden und die Prozente haben entschieden, aber 80% Leute, das ist in Ordnung. Was heißt in Ordnung? Das ist mega. Und ja, vor allen Dingen, ja, 8:46 passt auch hier von der Zeit. Ich habe alle in allen vier Clans zeitgleich die Spiele gestartet oder die CWL gestartet. Ja, April. Wie gesagt, für uns ist der April gut gestartet. Ich hoffe, ihr hattet auch einen coolen Aprilstart. Habt viel Clash of Clans geschaut. Wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall wieder rein. Bleibt auch bei der WM immer am Ball. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr tolle Strategien sehen wollt und ein bisschen Entertainment, dann ist das genau das richtige Gemisch. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache mal weiter im April. Also erstmal alles jetzt in die Schneidemaschine geworfen und dann für euch hochgeladen, aber ich wollte es zumindest für euch festgehalten haben, weil ich jetzt am Samstag und Sonntag ja nicht mehr gestreamt habe, weil ich halt auch geguckt habe, Leute, das müsst ihr mir auch nachsehen, ich gucke halt auch gerne woanders dann die Streams und wenn ich dann nur so einen halben sehe und ich habe immer bei Noobs geschaut und der hat halt auch danach noch ein bisschen Clanstadt gemacht und so, hat mich gefreut, das waren immer 7-8 Stunden teilweise Stream. Und davon habe ich nicht ganz alles gesehen, aber ganz, ganz viel. Auch wenn ich dann mal unterwegs war beim Einkaufen oder so, immer mal so ein bisschen mal eben reingeguckt im Handy, wie steht's und wie geht's weiter und so, habe ich doch schon sehr, sehr viel mitbekommen. Und deswegen habe ich mich auch dann Samstag, Sonntag selber nicht hingesetzt, habe noch was gebracht, abends um 10, 11. Ich glaube, das hätte es dann auch nicht mehr wirklich gebracht. Irgendwann ist auch Clash of Clans mal vorbei, also so. Ne, dann möchte man es nicht mehr spielen. Also so, Mann, für den heutigen Tag. Okay, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den Livestream. twitch.tv/totoclashed. Bis dahin, danke, euer Toto. Clashed.